Hey Leute, heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute ist endlich nach über einem halben Jahr mal wieder eine neue Karte in Clash Royale erschienen, die wir heute freischalten wollen in der neuesten Challenge, und zwar der Koboldbohrer. Die Karte ist unfassbar OP, ich durfte sie schon testen. Sie kann sich eben zum Turm hinbohren und an Kobolde spawnen, also wirklich absolut krass. Und ich würde sagen, wir legen los und haben heute etwas ganz Besonderes auch dazu geplant, weil wir schon ewig keine Challenge mehr hatten, machen wir heute etwas anderes mal. Und zwar habe ich hier einen Count-Up eingerichtet, also der zählt so hoch, ab 0 Sekunden. Den werden wir gleich starten und machen heute einen Speedrun, denn wir wollen es schaffen, innerhalb von 15 Minuten die neue Karte freizuschalten. Ich bin gespannt, ob es machbar ist. Es sind 6 Games, wir müssen halt auf die 3 Kronen so ein bisschen Speedrun machen, damit es ein bisschen spannender ist, dachte ich mir. Und ja, haben auch Goldpreise, haben eine legendäre Truhe und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir legen los. Schreibt gerne eure Meinung zu der neuen Karte in die Kommentare. Und wir können es auf den Pass Royale erstmal kaufen, den haben wir auf dem Account noch gar nicht. Natürlich immer gerne, wenn ihr Bock habt, mich unten im Shop supporten mit Creator-Code Jonas. Danke für jeden Support an der Stelle. Ansonsten gibt es noch eine richtig fette Ankündigung für euch. Und zwar werde ich heute Abend nach Wien fliegen zu einem großen E-Sports-Finale. Und dort werden wir live vor Ort einen fetten Stream machen, der um 12.30 Uhr morgens starten soll, also am Sonntag. Wir werden erst die neue Challenge zocken und eben versuchen, 12 Siege zu bekommen und die neue Karte freizuschalten. Und dann machen wir ein 100.000 Juwelen-Opening und wollen die Karte auf maximales Level bekommen. Wird also absolut heftig werden. Wahrscheinlich so gegen 13.30 Uhr dann das Opening, sollte alles technisch vor Ort klappen. Schaut auf jeden Fall gerne vorbei. Link zu Twitch ist in der Beschreibung. Jo Jonas, würde mich natürlich freuen, wenn alle morgen einschalten werden. Plus eben im Anschluss haben wir dann eben, wir sehen es mal rechts, das Finale der A1 eSports Liga. Das sind die besten 4 deutschsprachigen Spieler, die eben um 4.000 Euro Preisgeld kämpfen. Also richtig geiler eSports. Dann im Anschluss gegen 14 Uhr. Schaut also gerne vorbei und jetzt viel Spaß mit der Challenge. So, let's go. Der Kauf war erfolgreich. Wir haben hier den neuen Pass Royale. Können auch übrigens den neuen Turm-Skin bekommen und auch weitere Preise, wie zum Beispiel auch diesen Kobold-Emote auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir legen los, starten rein, 0 Siege und in 3, 2, 1 und go. So, jetzt schnell Countdown zurücksetzen. Ah, schnell. Auf 0, let's go. 15 Minuten haben wir jetzt Zeit. Ich habe keine Ahnung, ob es irgendwie machbar ist. Ich würde sagen, sollten wir es nicht schaffen, müssen wir irgendeine Bestrafung auch überlegen, eine kleine. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ich hoffe, wir schaffen es einfach. Wir nehmen uns die Skelly Dragons direkt mal, wir nehmen uns direkt den neuen Koboldbohrer. Der wichtigste Tipp ist, nehmt euch auf jeden, oh, wir müssen uns beeilen, nehmt euch auf jeden Fall immer den Koboldbohrer, weil die Karte absolut OP ist. Also die Karte ist mit die, oder vielleicht die stärkste Karte im Spiel auf jeden Fall. Also man muss sich die Karte auf jeden Fall nehmen. Sie macht unfassbar viel Schaden, ist echt schwer zu verteidigen und ist einfach ein geiles Konzept, finde ich auch. Okay, wir müssen sehr offensiv gehen. Oh, das ist optimal. Oh, das ist richtig geil. Da können wir jetzt eigentlich direkt rein spammen und haben hoffentlich Luck, wenn jetzt... Ah, jetzt wird er schon mal ein Dark Prince. Dark Prince ist leider sehr, sehr stark gegen den Koboldbohrer. Aber es wird schon mal das 1-0, glaube ich, trotzdem werden. Ja, er hat ausgerechnet Skarmi, nein. Er hat ausgerechnet Skarmi. Egal. Wir haben direkt eine Valkyrie, haben hier die Feuerwerkerin. Man muss halt sagen, wir haben jetzt nicht die besten Antworten gegen seinen Lava-Hund, aber es geht schon in Ordnung. Okay, wir haben schon fast das 1-0. Wir wollen halt auf jeden... Oh, schnell, das ist jetzt wichtig. Den müssen wir... Na, oder? Nee, okay, er hat überlebt. Sehr gut. Wir müssen ihn auf jeden Fall protecten, wollte ich gerade sagen. Okay, es soll eigentlich schon mal fit gehen. Ich meine, an sich haben wir schon mal eine gute Führung. Aber wir wollen ja so schnell es geht. Ihr wisst es, wir wollen ja so schnell es geht auf die 3 Kronen. Deswegen würde ich sagen, bringen wir den nächsten Koboldbohrer. Er wird es unmöglich schaffen können, das zu verteidigen normalerweise. Ich kann Eisgolem bringen, das bringt ihm nichts. Der Eisgolem greift es aber hin. Der ist gar nicht mal so schlecht, der Eisgolem. Alter, Geheimtipp. Der Eisgolem ist echt ein ganz guter Counter vielleicht sogar gegen die Truppen. Aber ansonsten müsste eigentlich fit gehen. Ah, ich wollte jetzt eigentlich gerade reingehen, aber ist vielleicht gar nicht jetzt mal so schlecht. Wir könnten jetzt eventuell Glück haben und vielleicht direkt... Das ist auch nicht gut gewesen, die Bats. Und direkt reingehen vielleicht. Er bringt noch einen sehr, sehr komischen Tunnelgräber. Okay, der war doch nicht komisch. Ich würde eigentlich jetzt gerne schon mal auf 3 Kronen gehen, aber das ist jetzt so offensiv, glaube ich jetzt. Nee, oder? Ja, wir warten kurz ab, komm. Wir hätten es echt... Wir hätten es vielleicht ignorieren sollen, aber ich will ja auch gewinnen. Ich will jetzt nicht nur auf 3 Kronen gehen. Aber das erste Game sieht schon mal nicht so gut aus für... Ja, für unsere Challenge, wenn wir es wirklich schaffen wollen. Auf, ja, innerhalb von 15 Minuten zu gewinnen. Es ist fast unmöglich. Schöne Eisgäste nochmal. Valkyrie ist dran. Der Minipack hat es vielleicht. Der muss es connecten. Ansonsten, nein, nicht. Mies. Ja, das ist mies. Müssen wir echt ein bisschen aufpassen. Okay, Feuerwerkerin rein. Also, ich glaube, wir schaffen es hier schon mal das erste Game nicht so schnell zu gewinnen. Dann müssen wir dafür die nächsten Games umso schneller gewinnen, würde ich sagen. Hoffentlich verlieren wir den Turm jetzt vor allem nicht. Muss ich noch ein bisschen aufpassen. Ich muss jetzt echt jetzt noch verlieren. Das wäre halt schon ein bisschen Karma auch irgendwo, muss man wirklich sagen. Wenn wir halt deswegen verlieren, weil wir halt einfach nur auf 3 Kronen rein spammen wollen. Aber jetzt kann es abgehen. So, wir müssen den nächsten Koboldbohrer mal wieder bringen. Und diesmal ist die Valkyrie hoffentlich am Start. Die Feuerwehrkerin ist auch am, ja, ist auch am Start, sehr wichtig. So, Sperrkobolde rein. Mini-Picker, bitte schaltet den Eismagier aus. Komm, ganz weg. Dark Prince muss raus.
Ah, komm, die Goblins sind dran. Komm. Feuer. Ja, let's go, okay. Wir sparen zumindest 30 Sekunden im ersten Game und wir liegen aktuell ein bisschen hinten dran von der Zeit. Ich weiß auch echt nicht, also 15 Minuten sind, glaube ich, echt ein bisschen übertrieben. Wir müssen auf jeden Fall, glaube ich, ein paar schnelle 3-Kronen-Siege rausbekommen. Aber eins dann stehen wir schon mal. Und ich kann auch versuchen, so ein paar Tipps zu Kader zu geben, sofern ich zumindest ein paar Tipps sehen kann. Also, ich muss ehrlich, ich kann gleich schon mal überlegen, aber ich glaube, der wichtigste Tipp für die Karte ist einfach, sie reinzuspammen. Sie ist so broken, sie macht so viel Schaden und ist extrem schwer zu deffen. Also so gesehen, könnt ihr eigentlich extrem offensiv gehen und einfach versuchen, das Ding so oft und so schnell es geht zu cyclen. Wir können direkt offensiv gehen natürlich, aber ich weiß nicht, ob das so schlau wäre. Wir machen es einfach. Ist normalerweise ein Fehler, sie wollen ja in dem Spiel wirklich offensiv gehen, bewusst, deswegen. Bringen Sie hier unseren Koboldbohrer, ich glaube, das ist ein richtig schlechter Koboldbohrer, perfekt. Weil die Valkyrie da dran laufen wird wahrscheinlich, ne? Ja, der war so schlecht. Die Goblins machen trotzdem extrem viel Schaden, ne? Ihr seht, wie unfassbar OP die Karte einfach ist, das ist echt lächerlich. Also wenn wir echt mehr Speedrun machen wollen, dann müssen wir eigentlich schauen, dass wir Schaden zulassen. Und gleichzeitig einfach, ich weiß nicht, halt einfach auf der anderen Seite reingehen, ne? Das ist so die Taktik, aber ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich so... Schade, wow, okay. Ob die wirklich halt so, so aggressiv spielen werden, weil viele spielen halt sehr defensiv. Ich glaube, der Gegner kennt mich, kann es sein. Wir könnten natürlich versuchen, es so oft es geht, den Koboldbohrer einfach rein zu spammen. Das machen wir vielleicht auch mal und bringen einfach den ersten Koboldbohrer. So ein bisschen nach vorne, hatte ich mir jetzt gedacht, in dem Fall. Haben wir auch die Pfeile bereit? Oh, wir hatten Rekruten, war der gut? Ja, ich glaube, der reißt schon aus, ne? Die vier Goblins. Achtet auf den Schaden wieder. Das ist insane. Das ist so krass, die Karte, ne? Das sind wieder 400 Schaden. Er hat ein Elixier weniger ausgegeben als wir. Also wir haben praktisch für ein Elixier gerade wieder 400 Schaden rausbekommen. Aber ich glaube, also in dem Fall müssen wir eher schauen, dass wir in der regulären Elixierphase überhaupt gewinnen können. Also in den ersten beiden Minuten. In den ersten drei Minuten, meine ich natürlich. Ansonsten schaffen wir es hier gar nicht. Wir verlieren noch mehr Zeit. Aber ich glaube, hier auf einen schnellen 3-Kronen-Sieg zu gehen, bringt gar nichts gegen den Gegner. Das ist sehr, sehr schwer. Okay, bringen wir mit Drachenbaby rein. Bringen wir Spearkopfs rein. Und haben jetzt halt direkt wieder unseren nächsten Koboldbohrer. Und jetzt soll es eigentlich relativ entspannt sein. Sehr schöne Luftpost, let's go. Direkt Pfeile auf die Bogen. Dass wir Pfeile für die Bogenschützen haben, ist auch echt ein bisschen lächerlich für ihn. Da kann er auch echt nicht viel machen. Jetzt haben wir einen richtig guten Baby dran. Die Goblins sind nicht dran. Er darft das echt noch ganz gut. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen sogar. Ich glaube, wir können aber jetzt zulassen, oder? Oh, wir haben Doppel-Babytrache. Das ist mega broken. Passt auf. Doppel-Babytrache jetzt hier am Start. Bringen wir den nächsten Koboldbohrer rein. Hau noch einen Healgeist dazu. Wir gehen jetzt all in. Er lacht, er kann nichts machen. Ja, die Karte ist lächerlich. Er kann nichts machen. Koboldbohrer hat wieder einiges zu beigetragen. Hat, glaube ich, auch den meisten Schaden gemacht. Und wir hatten auch ein ganz gutes Matchup wahrscheinlich. Also das war auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Damit haben wir das 2-0. Aber für den Speedrun sieht es ein bisschen schwer aus. Wir können ja trotzdem mal schauen, wie lange wir brauchen, um die Karte freizuschalten. Ich halte es eher für unwahrscheinlich, dass wir es schaffen werden, in 15 Minuten jetzt noch 4 Siege zu holen. Also in den letzten 8,5 Minuten noch mal schauen. Wir geben unser Bestes und können mit dem nächsten Sieg schon mal die erste legendäre Truhe gewinnen. An der Stelle, ich habe es völlig vergessen, gibt es so eine fette Ankündigung. Ich glaube, ich werde es wahrscheinlich schon an den Anfang packen. Oh, wir nehmen trotzdem den Koboldbohrer, die Karte ist zu broken. Man kann ja auch defensiv übrigens extrem krass nutzen. Ich hätte auch Tornado nehmen können, ich habe mich jetzt dafür entschieden. Er kann Prinzessin nehmen, wir haben einen Log drin. Und wir nehmen, wir müssen Elektrodrache nehmen. Jetzt hätten wir doch lieber den Tornado vielleicht. Wobei wir dafür das Log gegen die Prinzessin haben. Das ist unsere Chance mal schnell, für einen schnellen Win. Komm, vielleicht haben wir jetzt mal die Chance. So, Dart Goblin rein. Genau, Koboldbohrer. Wir lassen den Turm jetzt fallen, bewusst. Genau, ich kann gleich mal was dazu sagen. Ich will mich aber auf das Game jetzt auf jeden Fall extremes konzentrieren. Deswegen bin ich kurz still. Müssen natürlich jetzt auch irgendwie, jetzt müssen wir schauen. Kann die chargen bitte? Sehr gut, die Charge. Wird das hoffentlich down, genau. Das ist der erste Turm auf jeden Fall. Das kann vielleicht echt ein schneller Win werden. Wir haben Pfeile schnell, die kommen einen Ticken zu spät leider. Aber ist in Ordnung. Okay, wir haben schon mal den ersten Turm, er wird den auch bekommen. Aber das ist fein. Wir wollen auf die 3 Kronen gehen. Und dann kann ich euch gleich mal ein bisschen was sagen zum Opening. Genau, also geplant ist morgen auf jeden Fall nochmal als Info. Ich werde es wahrscheinlich sowieso am Anfang sagen, dass wir wahrscheinlich ein richtig krasses Opening machen zur neuen Karte, zum Koboldbohrer. Wir werden die erst freischalten auf einem anderen Pay-to-Win-Account und wollen sie dann direkt auf maximales Level kriegen im besten Fall. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, wie das laufen wird. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Ich glaube, Plan ist, dass wir so ab 12 oder 13 Uhr streamen. Ich glaube, 12.30 Uhr oder so ist geplant. Und danach ist eben das große Finale um 4.000 Euro Preisgeld der A1 eSports Liga, die ich kommentieren werde. Das sind die besten deutschsprachigen Spieler. Da könnt ihr auf jeden Fall extrem gespannt drauf sein. Ich bin auch sehr gespannt schon drauf, wie das Ganze laufen wird. So, was wir jetzt auf jeden Fall machen, ist hier einen Log bringen. Das ist ganz wichtig. So, die Hexe ist nämlich instant down. Und ich glaube, das haben wir. Wir sind schneller normalerweise. Und ich glaube, damit haben wir die Chance noch, vielleicht. Wir haben noch 6,5 Minuten jetzt für die Challenge. Und bisher sind wir ein Ticken zu langsam. Wir haben jetzt 3 Siege in 8,5 Minuten. Aber
ich glaube, wir haben schon ein ganz gutes Tempo trotzdem drauf. Und ich hoffe, es auch ganz nice zum Zuschauen ist, wenn man eben so das Ganze versucht, ein bisschen schneller zu gewinnen. Was brauche ich denn überhaupt? Brauche ich überhaupt irgendwas? Mutterhexe? Nee, schade. Magieschütze. Ich glaube, die meisten Karten oder fast alle Karten habe ich sogar merkst auf dem Account. Ich weiß gar nicht. Okay, 13-0. Jetzt haben wir die Wahl wieder. So, der sieht gut aus. Also der Clan ist Aeon Esports. Den kenne ich auch. Ich glaube, der ist gut. Mal schauen. Okay, dann nehmen wir uns hier die Bogenschütze. Hätte ich lieber Luftpost nehmen sollen. Ich würde auf jeden Fall Poison nehmen. Wir haben ja auch Spam. Da ist immer gut, Poison zu nehmen, ne? Das ist eigentlich wichtig. Nehmen wir uns Poison. Und ja, ne? Koboldbohrer. Safe. Immer Koboldbohrer. Vielleicht ein bisschen offensiv, aber kann man schon machen, denke ich. Oh, das ist eigentlich ganz cool. Wir haben einen guten Poison. Okay, jetzt war es ein bisschen verpennt vielleicht. Ah, der Poison war zu nice, den muss ich nutzen. Ja, war schon sehr, sehr offensiv. Ich bring noch Bogenschützen rein, aber da müsste es passen. Ja, also ich meine, direkt wieder 900 Schaden von der Karte, ne? Und vom Mortar auch. War schon sehr offensiv. Wir sollten Elixierrückstand haben, aber ich will da sowieso sehr offensiv gehen. Wir wollen ja wieder so schnell es geht. Oh nein, die drei Kronen kriegen. Das ist jetzt unfair. Jetzt hat er einfach einen Poison. Ich habe keinen Poison im Cycle, meine ich, und er hat eine Pumpe. Perfekt. Das ist jetzt echt mies vom Timing auch natürlich. Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt machen soll gerade. Aber wir haben einen Koboldbohrer. Das ist ja auch eine Antwort auf den Ballon. Das ist eigentlich übel geil. Nein, oh mein Gott. Hat er das gewusst, dass er da kein... Er wusste es, ne? Ja, er wusste es. Ich habe euch doch gesagt, er ist gut. Er ist halt wirklich... Oh mein Gott, jetzt habe ich auch einen Poison gebracht. War das gut? Aber ich will halt... Ja, ist da glaube ich nicht. Er wird sowieso voll... Ja, das war nicht gut. Oh mein Gott. Okay, der ist richtig guter Gegner. Jetzt wird es echt hässlich werden. Aber vielleicht haben wir jetzt noch eine Chance. Genau, das meine ich nämlich. Wenn wir jetzt nicht ein gutes Timing oder so erwischen. Das sieht sogar nicht mal so schlecht aus. Okay, es sieht doch schlecht aus. Ich kann nichts machen gegen ihn. Ey, der ist aber auch wirklich gut. Respekt. Okay, muss man auch wirklich dann fairerweise anerkennen. Aber ich hätt eben sie was spielen sollen. Das ärgert mich jetzt. RIP. Okay, sein Profil war nicht schlecht. War zu befürchten. Noch 20 Siege. Das Ding ist, wenn wir jetzt so schnell gewinnen. Wir sind ganz am Anfang der Challenge. Dann spielen wir nur gegen andere Leute, die auch schnell gewonnen haben. Das macht es wahrscheinlich ein bisschen schwerer. Aber trotzdem. Also das war nicht gut gespielt. Wir müssen jetzt... Müssen wir schauen. Wie schnell wir jetzt sind. So, okay, Cancat oder Dart Goblin. Jetzt sollten wir uns eher darauf konzentrieren, dass wir die Games mal gewinnen, würde ich sagen. Wir nehmen uns noch die Bats an der Stelle. Dann haben wir. Es wäre Cancat. Ich mag Magier eigentlich ganz gerne, gerade weil auch viele keinen großen Spell drin haben oder keinen guten Zauber drin haben in den Challenges. Müsst also. Aber es ist ein richtig schöner Magier, by the way. Ja, sehr schön. Die Frage ist halt, wie gut der Push ist. Ich meine, Kanonenkarre und Magier ist jetzt nicht so der wahre Push. Vor allem, wenn der Magier noch nach vorne läuft. Der Henker trifft nicht, sehr gut. Der muss eine Cannon-Card bringen, das gefällt mir. Jetzt können wir eigentlich direkt reingehen mal. Ist vielleicht ein bisschen offensiv, aber müsste eigentlich funktionieren. Jetzt warten wir kurz ab und bringen jetzt Bats nach. Ah, Mist. Hätte ich ihn überraschen können fast. Wäre schön gewesen. Hat er nichts? Er hat sowieso nichts, perfekt, wir sind dran. Die Bats sind auch dran, der Riese ist auch im Start. In dem Fall war es eben wichtig, dass wir eben wussten, dass er gerade eben sehr viel Elixier investieren musste. Er hat gerade eben auf der anderen Seite 8 Elixier rausgehauen gegen unsere Truppen. Deswegen wussten wir halt genau, dass wir reingehen können. Jetzt können wir mal einen Defensiven. Geht er rechtzeitig noch? Der braucht ziemlich lange, ne? Ja, okay, der geht noch rechtzeitig fit. Let's go. So. Ihr seht auch, wie gut die Karte defensiv sein. Oh gut, wobei es jetzt ein bisschen viel Spam war, um ehrlich zu sein. Aber man kann vielleicht erahnen, wie gut die Karte auch defensiv sein kann. Trotzdem kassieren wir ordentlich Schaden. War vielleicht nicht perfekt gespielt. Jetzt bin ich gespannt, was er jetzt machen will. Magier ist bitte auch am Turm. Wäre wichtig. Nicht ganz, egal. Er hat Elite-Barbaren. Okay, jetzt ist es echt hässlich. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Oh, nee. Da habe ich echt keinen Bock drauf, bin ich ehrlich. Okay, das ist halt echt ein bisschen aufpassen hier. Aber ich glaube, diesmal setzen wir einfach Barbaren an. Dann soll es eigentlich kein Problem werden. Hoffe ich mal. Wir zappen das noch. Dann treffen wir auch einige Truppen damit. Er bringt schon wieder nach... Das ist echt nervig langsam. Bringen wir noch einen Koboldbohrer. Bringen noch Bats rein. Wir sollten es hoffentlich damit finishen können, aber ich weiß nicht. Lieber nochmal Bats gebracht. Der eine Goblin wird nämlich nicht connecten. Wahrscheinlich auch die Bats werden es halt machen, oder? Kann bitte ein Goblin connecten? Oh mein Gott, nein. Haben wir irgendwas? Wir haben einen Zap, der reicht aber nicht aus. Oh, ich bin dumm. Ich will aber eigentlich nur den nächsten Koboldbohrer cyclen, dann haben wir es nämlich sowieso geschafft. Das ist eigentlich mein Plan gewesen. Wir haben nämlich gleich einen Zap auch im Start und soll es einfach ausreichen. Hoffentlich bin ich noch mal Bats rein. Genau, einfach jetzt die Zappen. Und das war's, let's go. Der macht auch ein bisschen Schaden am Turm, deswegen war es eigentlich ganz schlau an der Stelle auch noch direkt den Zap zu spielen. Und damit stehen wir insgesamt jetzt 4-1. Also Speedrun sieht anders aus, aber trotzdem sollten wir es hoffentlich schaffen können. 2 Siege noch, vielleicht können wir es in 20 Minuten schaffen. Ne, werden wir auch nicht schaffen, wegen dem einen Los. Aber strengen wir uns zumindest an. Okay. Feuergeist ist aktuell sehr, sehr stark geworden, aber wir nehmen uns trotzdem die Skelette. Ich finde Skelette einfach geil als defensive Cycle-Karte. Zappy ist ein geil, Hexe ist auch geil. Nimm es Hexe, komm. Oh, schnell. Schwierig, Goblin, ey, anders, egal, ich weiß es nicht. Ist Geschmackssache. Wir nehmen uns immer den Koboldbohrer. Ich finde die Karte einfach so geil. Wir hatten auch, glaube ich, in jedem Match bisher die Karte bekommen. Wir haben mal ein bisschen ungewöhnlichen Push hier. Oh, das ist nicht gut.
Das ist überhaupt nicht gut. Das hätte ich nicht so. Wobei, er hat auch nichts gerade im Cycle, aber. Ja gut, er hat Zappies, ne? Also und der Feuergeist wird halt auch nochmal Schaden machen. Also so gesehen ist es gar nicht gut gewesen an der Stelle. Vielleicht auch ein bisschen mieses Timing. Was machen wir jetzt? Wir können vielleicht einen Schneeball draufhauen einfach. Okay, jetzt wird's echt hässlich. Okay, Koboldbohrer. Müssen auf jeden Fall noch was setzen, bringen wir Skellies. Ah, der Koboldbohrer wird's normalerweise. Jetzt kann man mal schauen, wie gut die Karte auch defensiv ist. Das ist krass! Meine Stimme, nice. Das ist krass. Das sind 5 Goblins. Was jetzt? Schneeball schnell drauf. Oh, Pfeile. Das wäre sowas von der Turm gewesen. Überleg mal, wie viel Schaden so 5 Kobolde machen. Aber da hat man gerade eben zum ersten Mal schon mal gesehen, wie gut auch defensiv die Karte ist. Die Karte ist nicht nur in der Offensive OP, sie ist auch in der Defensive OP. Ich habe schon einige Interaktionen dazu auch angeschaut. Also die Karte ist wirklich absolut insane. Also ihr könnt die eigentlich immer nur reinspammen am besten und kriegt immer wieder halt Value raus. Also sie ist für 4 Elixier halt einfach zu stark. Also für 5 Elixier ist sie dann auch wieder zu schwach, denke ich, aber für 4 Elixier kriegt man immer so ein bisschen mehr Value raus. Sie müsste vielleicht 4,5 Elixier kosten, keine Ahnung. Jetzt einen Mittelwert oder so finden. Ich bringe jetzt jemanden. Oh mein Gott, nein, das habe ich jetzt nicht gemacht. Hey, wieso ist der King Tower jetzt an? Ich kotz. Oh mein Gott. Jetzt habe ich verloren, oder? Als ob ich jetzt nochmal verliere. Wie bad. Ich habe wieder verloren. Wenn ich jetzt hier ausscheide, wäre es aber ultra peinlich. Was für Speed. Normalerweise gewinne ich halt ziemlich easy, aber irgendwie ist nichts da Speedrun. Eher Speedrun verlieren oder so, keine Ahnung. Oh je, keine Chance. Was habe ich gemacht? War der Koboldbohrer zu offensiv? Ich hab ja null Chancen. Was mache ich denn hier? Wie peinlich. Gute Cannon-Card. Okay, gut, das war's wieder komplett. Wir stehen 4-2. 2 Siege. Wir holen die neue Karte oder wir scheiden halt aus. Let's go. Geil. Okay, das ist wieder ein guter Clan. Den kenne ich. Also außer es ist ein Fake-Clan. Okay. Wir müssen Skarmi, weil viele keinen Zap oder keinen Spell drin haben, keinen kleinen. Wir müssen uns echt konzentrieren. Wir sind so unkonzentriert, glaube ich. Was nehme ich? Zappies. Gibt da keinen heute. Feuerwecker ist gut, aber die Skeletron ist echt mit Feuerwecker. Und nehmen uns Henker. Let's go. Henker ist geil gegen Luft. Sehr schön. Okay, komm. Oh je. Wobei, es ist gut eigentlich, merke ich gerade. Es ist richtig. Oh, wir haben auch einen Feuerball vor allem gegen die Skeletrains, das ist geil. Und er wird sowas von weggestunt. Oh, das ist richtig gut gewesen als Start. Was kommt jetzt? Ich warte ab und bringe jetzt eine Feuerwehrgrenade nach. Ich wusste, dass jemand es kommt, let's go. Ich habe eigentlich auf eine Lakaienhorde gehofft, das wäre natürlich. Oh, wenn dann eine Lakaienhorde gekommen wäre, hätte ich richtig gefeiert. Er bringt ein Erdbeben. Ich weiß nicht, ob es jetzt so schlau ist, aber ich bringe mal einfach eine Skarmi-Renn zum Spam. Er hat nichts rechts. Es kann gar nicht mal so schlecht werden. Das war richtig viel Schaden. Das hat sich halt echt gelohnt, weil er gerade unter Druck war in der Sekunde. Richtig geil. Und damit haben wir einfach mal über 1000 Schaden mit einer Skarmi an der Brücke gemacht. Okay, er bringt Skelly Dragon Split. Kann er gerne machen. Und genau das wollte ich. Sehr geil. Da kommt die Lakaien und hoffentlich reicht es schnell genug aus. Wir treffen alles. Sehr gut. Und jetzt ist es krass. Passt auf. Das ist so heftig, was die Karte drauf hat. Man muss halt, also am besten sind halt so Konter wie, keine Ahnung, Spell natürlich, wenn der Gegner keinen Zap hat oder keinen kleinen Spell. Aber viele haben halt einen kleinen Spell dann drin wahrscheinlich. Aber sehr krass sind Flächenschadentruppen. Gerade ein dunkler Prinz oder eine Valkyrie kann echt krass dagegen sein. Das ist so meine größte Empfehlung bisher. Der Henker war, glaube ich, ziemlich bad, kann es sein? Na, egal. Ja, wobei, ist er schon in Ordnung. Der schafft es schon. Aber meine ganzen Truppen sind auch down, ne? Ne, die überlebt sogar. Er kann jetzt einen King Tower aktivieren. Ne, er kann nicht aktivieren. Stimmt, die wird keinen Schuss rauskriegen. Ich bin meine Prinzessin. Machen hier Druck, machen wir noch einen Koboldbohrer, genau. Das ist halt geil. Das ist halt richtig gut. Können wir den Turm schon mal chippen auf der anderen Seite, das ist halt entspannt. Können wir Zappies bringen? Und Achi wieder auf den Schaden. Das ist so krass. Okay. Was will er jetzt machen, ist die Frage. Wir warten jetzt kurz ab, würde ich sagen. So, das ist einfach Feuerball und Skarmi direkt rein. Was will er machen? Klar, er kann eine Lakaien heute bringen, ist mir schon bewusst, aber wir haben halt immer einen Konter dagegen eigentlich. Einfach zack, Feuerbäckerin rein, einen Schuss. Oh, die trifft nicht! Feuerbäckerin. Eieiei, okay, das war jetzt nicht optimal, aber ist schon in Ordnung. Und jetzt müssen wir eigentlich immer noch irgendwie den anderen Turm holen, aber wir sind eh schon in Feuerballreichweite, also dementsprechend ist es eigentlich jetzt kein Problem. Ich bringe sogar eine Prinzessin, das ist glaube ich nochmal smarter. Okay, das war ein dummer Feuerball. Das war ein richtig dummer Feuerball. Die Prinzessin hat noch einen Schuss gemacht. Oh mein Gott, egal. Damit sollten wir es eigentlich gewonnen haben. Wir hatten auch ein extrem gutes Matchup, muss man wirklich sagen. Können jetzt hier einen Ritter bringen, können auch einen Koboldbohrer bringen. Und wir haben auch mit einem Feuerball gewonnen auf der anderen Seite, deswegen ist es eigentlich entspannt. Und damit sollten wir es hoffentlich schaffen. Der Ballon geht noch zurück, geil. Damit sollten wir es hoffentlich schaffen. Hier, wir brauchen jetzt noch einen Sieg und dann hätten wir die neue Karte gewonnen. Aber wenn wir verlieren, dann sind wir raus. Also das wäre nicht so optimal. Wie gut war der jetzt eigentlich? Der war in einem guten Clan. Nilay.
Der war nicht so gut, okay. Okay, weiter geht's. Ich würde sagen, wir stehen 5 zu 2 und damit brauchen wir einen Sieg. Und dann hätten wir die neue Karte Koboldbohrer freigeschaltet. Ich will es schaffen, auf geht's, okay. Königsriese oder Ritter? Eigentlich immer Königsriese. Finde die Karte auch absolut stark in Draft. Immer Koboldbohrer, wie gesagt. Oh, das ist schwierig. Aber Heilerin bringt oft nichts, wenn man keine Truppen zum Healen hat. Jetzt die Frage, eher Cycle oder eher Goblin? Wir nehmen mal Goblin Gang, weil er dann auch nicht so viel Schaden gegen unseren Königsriesen hat. Ich glaube, es könnte echt nervig werden. Er weiß, glaube ich, genau, was er macht. Ja, wobei, das ist schon sehr offensiv, wie er spielt jetzt hier. Wir bringen mal einen Koboldbohrer, würde ich sagen, davor. Er hat keinen Lord mehr, sehr geil. So, jetzt wird's spannend. Er ist gerade sehr, sehr offensiv. Wenn jetzt die Kanonenkarre da connecten könnte. Oh, er failt, die Kanonenkarre. Ist dran. Okay, wie viel Schaden macht so eine Kanonenkarre? Würde mich mal interessieren jetzt. Oh, okay, die macht echt viel Schaden. Über 1000 und auch der andere Turm ist low. Also das war jetzt ein perfekter Start. Hat man eigentlich ziemlich gut gesehen, warum man nicht so offensiv oder zu offensiv spielen sollte als Gegner. Oder allgemein halt in Clash Royale. Das war halt ein ganz klassischer Overextend mit dem Rambock. Er war sowieso schon Elixierrückstand, spammt weiter rein und kassiert dann ziemlich krass. Genau. Wir können jetzt auch hoffentlich einen guten Lightning nämlich rauskriegen dann hier. Bitte gib mir den Lightning Value. Gib mir Lightning Value. Sehr gut. Das ist krass, pass auf. Der wird so schmecken, der Lightning. Boah, ich liebe solche Lightnings. Ich liebe es wirklich. Okay, Elektrodrache rein. Und jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Das haben wir. Er bringt auch ein Log Predict. War nochmal ein Versuch wert. Deswegen halt immer abwarten mit euren Truppen, ne? Und in die Mitte setzen am besten. Oder vielleicht einfach kurz verzögern, wenn ihr wisst, dass der Gegner predicten möchte. Und damit haben wir es eigentlich jetzt gewonnen. Mal einen Koboldbohrer rein. Wir können aber blitzen, wenn er irgendwas davor setzen sollte. Er läuft wieder mit dem Rambock. Ist echt smart, das klappt. Weil die Karte ist eigentlich so gefährlich, aber mit dem Rambock kann man das echt ausschalten. Finde ich geil. Dass es auch irgendwelche Konter gibt dagegen. Wobei es 4 gegen 4 Elixier sind, also so gesehen, ja. Bringen wir noch einen Lightning rein und damit haben wir das Ganze gewonnen. Und zwar mit, ja, wie viel haben wir gewonnen? Mit 6 zu 2. Es geht auf jeden Fall besser, es geht auf jeden Fall besser. Das war nicht optimal gespielt, aber es hat zumindest Spaß gemacht. Wir haben jetzt fast 30 Minuten gebraucht. Aber die Idee, aus dem Ganzen einen Speedrun zu machen, war nicht gut. Vor allem mit Draft, wenn man halt so komische Decks bekommt, die auch nicht gescheit für 3 Kronen sind. Hätten wir uns lieber mal ein bisschen mehr konzentrieren sollen zwischendrin. 6 zu 2 und damit würde ich sagen, holen wir uns jetzt hier den Koboldbohrer ab. Das sieht geil aus. Neue Karte freigeschaltet. Und ich würde sagen, wir hatten noch eine Bestrafung gesagt, ne? Das muss ich kurz überlegen. Okay, als Bestrafung machen wir jetzt einmal, dass ich hier den kompletten Shop leer kaufen muss, obwohl es ziemlich sinnlos ist. Ich krieg sogar einige Star-Punkte, aber das Belastende ist halt der Golem. Da muss ich 250 Gems ausgeben. Total random. Das kostet mich 2 Euro. Das geht noch fit, aber ist auf jeden Fall trotzdem dumm. Ich würde sagen, dann soviel zur heutigen Challenge. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr die neue Karte findet. Nicht vergessen, morgen 12.30 Uhr 100.000 Gems Opening wahrscheinlich angesetzt, sofern alles technisch vor Ort klappt. Und natürlich das große Finale in Wien. 4.000 Euro Preisgeld der besten deutschsprachigen Spieler. Schaut gerne auf Twitch vorbei. Link dazu ist auch in der Beschreibung. Und bis dahin, danke fürs Zuschauen. Viel Spaß mit der neuen Karte. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß mit der Challenge wie ich. Haut rein, bis zum nächsten Video. Und bis morgen hoffentlich, bis zum Stream. Ciao.